Hallo Leute, da bin ich wieder, Emerald 70 am Start. Ich habe also unsere Ausrüstung repariert, habe ein bisschen was verkauft und nun stehen wir genau hier, wo wir hin sollten und werden mal hier mit den Leuten reden, damit wir da mit diesen Herren sprechen können, oder? Schwalbe, Schwalbe, Dornengestrüpp. Okay. Was? Bekanntmachung. Auf Befehl des Kommandanten des nordkörlischen Zentralarmeelagers werden die Einwohner von Niederwirr und Lindenthal hiermit aufgefordert, sich im Lager der Zentralarmee von Lüfka zu melden, um Arbeitsdienste für das Kaiserreich abzuleisten. Listen mit bezeichneten Einwohnern sowie den jeweils zu leistenden Arbeitstagen sind bei den Dorflältesten erhältlich. Wer sich zu drücken versucht, wird ausgepeitscht. Gezeichnet der Kommandant des Lagers der Zentralarmee Nilke. Alles klar. Eieieiei. So. Oh, hier haben wir auch noch so ein Anschlagbrett, das nehmen wir mal alles mit. Stock von Flicker, Zunder und Brennholz, Gerber, Töpfe. Schauen. Hey, komm schon. Was denn? Hier, du bist der Dorfälteste. Hallo. Oh, was bedrückt die Dorfbewohner? Schönes Dorf. Ja, eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und, kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Kennst du diesen Dolch? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ich gehöre zu niemandem. Ich gehöre zu niemandem. Bin geschäftlich hier und will es rasch erledigen. Aha. So ist das also. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel, unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin, den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Na prima. Wie lange geht das schon so? Wann hat all das angefangen? Vor 3 Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle, da wurde es plötzlich mitten am Tag finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfell zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommeranfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm, ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Aber? Okay, mehr Details? Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Oh Gott, na prima, das hört sich gut an. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht? Sie wissen alles. Die alte Thekla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meister Hexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Tja. Hexer, die Götter haben dich geschickt. Bist du dir sicher, wenn du wüsstest, wie schlecht ich bin? Oh Gott. Ach, du lieber Schreck. Okay.
ist dieses Buckel so? Naja, wir könnten jetzt auf alle Fälle mal bei dem noch... Wir laufen mal so rüber und laufen dann nach da, oder? Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe erledigt. Ja, ich bin schon so neugierig. Ich will schon diese, weitestgehend diese Dinger, wenn sie nicht zu schwer sind. Also es kommt jetzt auch drauf an. Oh, mir wird schwindelig von der Maus. So. Okay, hier haben wir das Ding, dass wir schnell dahin können. Heilige Spitzachs, hier geht's zu. Ups. Dings, Biberich. Wie kann man in diesem Sumpf wohnen? Oh, nee. Da ist irgendein Vieh. Ein Aal, Ghoul? Level 14! Geralt, der ist zu schwer für uns. Weg! Ich hab nicht gespeichert, hau ab. Mist, verdammte. Level 14? Ja, ist mir wurscht, wenn die Dorfbewohner tötest. Die sterben sowieso alle laufend, ist mir egal. Aber ich nicht. Ich will nicht. Verdammt. Ey, jetzt kommen wir da nicht vorbei, oder was? Wir müssen da aber lang. Wir haben noch zwei Punkte. Wir könnten noch ein bisschen, uns ein bisschen aufleveln. Vielleicht geht's dann einfacher. So. Was ist denn hier? Meditation, Charakter. Hier. Auf 3 habe ich das schon. Das habe ich, was ist, schneller Angriff. Entschlossenheit. Das ist die nächste Stufe. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 40% verringert. Okay. Wie viele Punkte haben wir denn? 2. Und was haben wir hier? Das haben wir komplett aufgelevelt. Wo ist denn das Quen-Zeichen? Das Quen war gut. Quen. Hier. Mal rein. Dann gehst du... Achso, nee, die können wir nicht da rein. Okay. Feuersturm, Igni-Zeichen. Zeichne Alternativmodus. Bewirkt einen kontinuierlichen Feuersturm, der einem einzelnen Gegner Schaden zufügt. Okay. Und was du hier? Aktiver Schild. Zeichne Alternativmodus. Dessen Aufrechterhaltung und... Okay, Kosten Ausdauer. Vom Schild absorbierter Schaden stellt die Vitalität des Spielers wieder her. Ja, damit! Das will ich haben! Halte Q gedrückt, um Zeichen in ihrem Alternativmodus zu wirken. Okay. So. Aber ich würde mal sagen, wir bauen mal die runter. Und das wieder gehen auch. Habe ich keine. Ich habe doch ein blaues Muttergen, oder? Ich habe doch so ein blaues Muttergen gehabt. War ich der Meinung. Komisch. Da, ich wusste doch, ich habe blaue Zeichen. Das hat 100 Vitalität, was natürlich mir zugute kommt. Und was hat hier 20? Aber das gehört zusammen. Das machen wir schon so. Das machen wir schon so. Bei dem Grünen habe ich ja auch nichts, ne? Von dem grünen Zeug. Vitalität ist gut und schön, aber ich nutze es ja gar nicht. Und hier können wir auch schon eins hinpacken. Platz wird freigeschaltet, Stufe 8. Und hier Stufe 10. Und hier Stufe 9. Okay. Stufe 16. Stufe 28. Na, da haben wir noch was vor uns. Wir sind mickrige Stufe 7. Na gut, wie dem auch sei, zu dem Aalghul gehen wir nicht. Der blockiert da das ganze Ding. Ach, dann ist... Hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samovilas, Blender, Fliegen. Dann ist das das Fragezeichen, was ich da wahrscheinlich markiert habe, dieser Aalghul. Oder? Nee, der ist ja da hinten. Okay. Gut, dann war das irgendein Vieh, was sich da eingebuddelt hat. So, dann wollen wir mal. Ja, ihr seht, ne? Ich bin also lieber wirklich zu Fuß unterwegs in der Welt als auf dem Pferd. Aber ich werde schon
unseren Gaul da auch unsere Plötze nicht zu kurz kommen lassen. Ich sehe euch. Ich habe euch schon gesehen. Oh, das ist Level 20, das Ding. Das Weib ist Level 20. Hau ab, Geralt. Heilige, was läuft denn hier in diesem Sumpf rum? Verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Ich kann... würdest du aus dem Baum rauskommen? Eieiei, falsche Richtung. Hier lang. Gott. Level 20. Heißt das, in dem Level muss ich auch nochmal... Ne, ich gehe jetzt nicht zu dem Fragezeichen. Das ist ja hier scheinbar alles. Mich gruselt hier in dem Sumpf. Ich will hier nicht sein. Das ist hoffentlich mal ein normaler Wolf. Ja. Ist das krank, oder? Da laufen Gegner mit Level 20 rum. Packen die alle ab hier. Rudel hier, verdammt ich nochmal. So. Und dann hast du wieder Level 5 Gegner, das ist doch krank. So. Würdest du irgendwas? Haben wir noch? Wolfsleber. Musst du dich immer von so einem Scheiß ernähren? Oh Mann. Okay, es ist dunkel. Ich will hier nicht sein. Das ist nicht gut. Moment mal, bevor wir irgendwo hingehen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Eieiei. Das ist privat, das ist Livestream, das ist hier. Let's play. Tritt zurück und komm nicht näher. Hört auf! Ich weiß, woher du kommst. Ich will hier nicht sein. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Okay. Und hier unter uns, glaube ich. Ich sehe nichts, es ist dunkel. Reißzahnabdrücke. Was sagt uns das? Da ist irgendwas. Das ist bestimmt kein einfacher Wolf. Ja doch, schaut schon so nach einfachen Wölfen aus. Aber es ist immer dasselbe. Ja, okay. So. Ja. Oh. Eieiei. Ich bin so schreckhaft, ne? Aber die Stimme, die macht mich ganz irre. Mach doch mal die Kampfmusik aus. Ich kriege eine Macke hier. Finde eine Passage, die unter den Hügel führt. Ich höre 100.000 Geräusche, aber nicht das, was ich vielleicht finden soll. Da ist ein... Was war das? Hier. Ein Kind. Oh, nee. Na gut. Ey, ich werde Albträume haben wieder. Da ist auch noch was. Auch die Frauen wurden nicht verschont. Okay, hier lang. Eine Stimme kommt aus dem Baum. Das ist doch der Baum, wo ich vorhin noch gesagt habe, da will ich gern hin.
Jetzt habe ich den Salat. Jetzt will ich hier weg. Nee, du brauchst das andere Schwert, Geralt. Wohin? Von der Ferne fand ich den Baum total geil. Und jetzt finde ich den einfach nur noch gruselig. Nicht schlecht. Geralt, bergunter verlierst du immer. Bergunter kannst du nicht kämpfen. Da bist du schlechter. Hier von da unten, oder? Ja, von der Entfernung war der nebenbei. Ich werde einfach trotzdem mal von hier hoch. Da ist doch irgendwie Eingang, oder? Kann man das Licht anmachen? Was sind das für eine Höhle da? Ich sehe eine Höhle da. So, Eingang. Zu einer Höhle oder zu Ruinen. Alter, kannst du jetzt vergessen. Ich will jetzt erstmal diese unheimliche... Geralt findet jetzt diesen Eingang hier. Das macht mir ganz irre. Ganz irre. Da muss da irgendwo ein Schlupfwinkel sein. Eine Schnellreise. Wo ist der Eingang? Vielleicht sollte ich ohne euch suchen, oder? Das wird euch ja zu langweilig, wenn ihr wieder seht, wie bekloppt ich hier umeinander eier. Ich sehe aber keinen Eingang, verdammt nochmal. Es ist auch zu dunkel. Ich hab mal ein Schwert ein. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Da wird. Zeigt es mir da irgendwas an. Es kommt von unten. Können wir den Baum nicht einfach abfackeln, Geralt? Ich hab doch unseren Zauber ein bisschen mächtiger gemacht. Irre ich mal hier wieder völlig bekloppt rum. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich und suche noch ein bisschen weiter. Ja, ich glaube, wir müssen durch die Ruine. Die, glaube ich, führt dann da hoch. Schaut fast so aus. Aha, und der macht wo? Den könnte ich vielleicht brauchen. Ja, das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Wo, Geralt? Nimm ihn hier. Ja, ich denke mal, hier sind wir richtig. Kannst du jetzt nicht die kleinen Steinchen hoch? Das wird jetzt verarschen. Die Stimme macht mich ganz irre. Das wird nichts. Der Ort der Macht ist. Man sieht nichts, es ist stockfinster hier. Hier. Dahinter brennt doch irgendwas. Komm mal hier hoch hier. Verdammt! Lauf mal außen von jetzt hier. Oder fällst du da runter? Hier was gesehen. Da ist der Ort der Macht. Und da will ich hin. Willst du mir jetzt sagen, ich darf hier nicht hin? Nee, die Geräusche machen mich wahnsinnig.
Geralt, jetzt aber. Ey. Hoppa. Geh fort. Oh Gott. Geh fort. Geh fort. Die Mächte beugen sich nicht. Hört jetzt auf, verdammt mich nochmal. So, da ist noch irgendwas Rotes. Aber wir sind hier offensichtlich richtig. Was sitzt denn da unten am Boden? Seht ihr das? Da sitzt irgendwas. Heiliger Bimbam, ich speichere mal und sage bis zum nächsten Mal. Keine Sorge, wir machen hier gleich weiter. Ich will das hinter mich bringen. Ich habe so Angst hier in dem Wald. Ja, wirklich überschreiben. Ich bin so schreckhaft, ihr merkt es, ne? Das, die Stimme, die macht mich vollkommen irre. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, eure Emre70. Bye, bye!